Wir sind hier in der neuen Aula. Im Hintergrund sieht man, laufen Vorbereitungen für die nächste große Folkwang-Produktion und bald sind hier auch schon wieder alle Reihen voll. Wir als Besucher kennen eigentlich nur den Blick frontal auf die Bühne. Die wenigsten wissen aber, was sich dahinter, also hinter der Bühne, darunter oder vielleicht sogar gar darüber befindet. Und das wollen wir heute klären, in einer neuen Ausgabe von Folkwangs geheime Orte. Sie ist das Sprachrohr der Folkwang-Universität der Künste, die neue Aula. Egal ob Tanz, Oper, Musical oder Symphoniekonzert, seit nun fast 30 Jahren trägt sie unsere Talente in die Öffentlichkeit. Rund 100 Vorstellungen gehen im Jahr über die Bühne. Hinter den Kulissen herrscht jedoch rund um die Uhr Betrieb, denn das Team der Veranstaltungstechnik betreut nicht nur sämtliche Vorstellungen, sondern auch die dazugehörigen Proben. In der Aula in Werden und an allen anderen Folkwang-Standorten. So, ich stehe jetzt hier vor dem Preußenflügel. Neben mir ist der Eingang vom Pinar Bausch Theater. Die meisten von euch sind wahrscheinlich im Laufe des Studiums selber einmal drin gewesen oder zumindest mal hier vorbeigegangen. Die wenigsten allerdings wissen, was sich hier unten hinter den Fenstern verbirgt und was das jetzt genau mit dem großen Aula zu tun hat, das schauen wir uns mal an. In liebevoller Handarbeit entsteht in unseren hauseigenen Holz- und Metallwerkstätten alles rund um die Bühne. Aus kleinen Modellen oder Skizzen werden hier beispielsweise imposante Kulissen gebaut. Diese kommen dann etwa in unseren Opernproduktionen zum Einsatz. Interessant ist dabei, dass alles, was in unseren Werkstätten entsteht, durch diese kleine Tür passen muss. Große Arbeiten werden dann in ihren Teilen direkt auf der Bühne wieder zusammengebaut. Das erfordert nicht nur handwerkliches Geschick, sondern auch einiges an Logistik. Hinter mir ist der Bühneneingang. Gerade vor einer großen Produktion ist hier einiges los. Da laufen Techniker, Schauspieler, Sänger, eben alle, die auf der Bühne oder hinter der Bühne beteiligt sind, ganz aufgeregt raus und rein. Die Bühne selbst befindet sich hinter dieser weißen Tür. Über der Tür sind Haken befestigt. Manchmal wird hier sogar ein ganzes Zelt vorgespannt, um die Bühne zu verlängern. Das geht allerdings dann am besten, wenn es warm ist und nicht so kalt wie jetzt im Winter. Wir schauen uns mal an, wie es unter der Bühne aussieht. Dafür kommt mal einmal mit. Wenige Meter unter der Bühne befindet sich der Orchestergraben. Hier ist Platz für über 50 Musikerinnen und Musiker. Bei Opern oder Musicals kann per Videoübertragung das Dirigat direkt auf die Bühne projiziert werden. So wird sichergestellt, dass jeder auf der Bühne stets seinen Einsatz bekommt. Nicht immer wird der Orchestergraben benötigt. Der vordere Teil der Bühne ist daher flexibel und kann, je nach Bedarf, nach oben oder unten gefahren werden. Noch ein Stockwerk tiefer lagert einiges an Orchesterzubehör. Notenpulte, Schallabsorber und vieles mehr. Hier befindet sich auch eines von mehreren Beleuchtungslagern der Folkwang. Hochmodernes Lichtequipment wartet hier auf seinen nächsten Einsatz. Doch auch jahrzehntealte Schätze werden hier verwahrt. Einige von ihnen werden in speziellen Fällen sogar heute noch benutzt. Oben auf der Galerie kommen die Scheinwerfer schließlich zum Einsatz. Bei szenischen Vorstellungen braucht teilweise jede Szene ein anderes Licht. Technik und Regie arbeiten zusammen, bis jedes Bild die richtige Stimmung gefunden hat. In der Regie werden Beleuchtung und eventuelle Videoprojektionen gesteuert. Monitor und Funkverbindungen stellen sicher, dass jeder Lichteinsatz exakt auf Musik oder Schauspiel abgepasst ist. Die neue Aula erfüllt nahezu alle Anforderungen eines großen Stadttheaters. Egal ob hinsichtlich ihrer Größe, des Personals oder des Equipments. Damit ist sie viel mehr als nur eine Aula.
Ich hoffe, euch hat unser kleiner Rundgang durch die Aula gefallen. Es ist jedenfalls unglaublich, was sich im Hintergrund alles so abspielt, was wir als Studierende nicht immer so mitbekommen. Vielleicht müsst ihr das nächste Mal dran denken, wenn ihr hier seid. Bis denn!